Und über die Zahlen und die weiteren Aussichten spreche ich jetzt mit Andreas Helber, dem Finanzvorstand von BayWa. Herr Helber, BayWa hat also im ersten Quartal Verluste eingefahren. Grund war zum einen der harte Winter. Ich habe es gerade angesprochen. Gab es sonst noch weitere Faktoren, die belastet haben? Nein, also zunächst einmal grüß Gott aus München. Für uns in der Tat ist das erste Quartal nur von eingeschränkter Bedeutung. Das erste Quartal, wir sind ja, wenn Sie so wollen, im Outdoor-Business. Das heißt, alles, was draußen passiert, ist für uns wichtig. Das ging erst das Geschäft nach Ende des ersten Quartals los. Die Landwirtschaft konnte nicht aufs Feld. Insofern gibt es hier Verschiebeeffekte und das ist hauptsächlich der einzige Grund, warum wir hier mit angezogener Handbremse im ersten Quartal unterwegs sind. Nichts Geschäftsuntypisches auch für die BayWa, wenn Sie das über die mehrere Jahre vergleichen. Wir hatten 2 Jahre jetzt, wo wir etwas positiver oder mit positiven Zahlen ins erste Quartal gestartet waren. Aber normalerweise ist für die BayWa das erste Quartal ein Kostenquartal und ein solcher Start eigentlich üblich. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich sagen, dass wir aufgrund der Akquisitionen, die wir gemacht haben im letzten Jahr, sogar rund die Hälfte dieses Verlusts, den wir da ausweisen, kompensieren könnten oder konnten durch die Ergebnisbeiträge aus Neuseeland und Cefetra. Also diese Kombination der Nord- und Südhemisphäreneffekte, die trägt jetzt schon erste Früchte hier auch im BayWa-Ergebnis. Jetzt haben wir den Winter ja erstmal hinter uns. Die Temperaturen werden wieder etwas freundlicher und auch Sie schauen optimistischer auf den Rest des Jahres. Was stimmt Sie denn hier so positiv? Nun, wissen Sie, wir kennen ja unser Business und wir wissen ganz genau, dass das BayWa-Geschäft gemacht wird im zweiten respektive dritten Quartal. Das sind die beiden wichtigen Quartale auch für die Landwirtschaft. Wir wissen, dass sowohl im landwirtschaftlichen Bereich das Geschäft mit Beginn des zweiten Quartals dramatisch angezogen hat. Unsere Kollegen auch in den operativen Einheiten sind auch zuversichtlich, dass sie alle ihre Pläne erreichen werden. Also kein Grund zur Besorgnis oder eben zu Ergebnisabmeldungen. Das Gleiche gilt auch für den Baubereich. Der Baustoffhandel, der hat nach der ersten Aprilwoche so richtig an Fahrt aufgenommen. Und insofern wissen wir, wann bei uns die Ergebnisse kommen. Die Umfelder, das heißt sowohl im landwirtschaftlichen Bereich als auch im Baubereich, bleiben ja positiv. Die Stimmung in der Landwirtschaft ist auf einem weiter fortgeführten Hochwert. Insofern sind die Umfeldfaktoren für unser Geschäft für die zweiten und dritten Quartale sehr positiv und das lässt uns optimistisch auch in die Zukunft schauen. Herr Helber, Sie haben die Übernahmen ja schon angesprochen. Können wir da noch so ein bisschen ins Detail schauen? Wie haben sich diese Übernahmen entwickelt? Also zunächst unsere Übernahme in Neuseeland. Das war ja die erste Übernahme des Jahres 2012, die wir seit dem 1. April 2012 auch in den Büchern haben, entwickelt sich außerordentlich gut. Wir sind wirklich sehr zufrieden, insbesondere weil auch die Kollegen in Neuseeland in diesem Jahr eine sehr gute Ernte im Obstbereich zu vermarkten haben. Da wird einem sehr guten ersten Quartal, das ja doch einen Ergebnisbeitrag schon von über 3 Millionen EBIT reingebracht hat, noch ein sehr gutes zweites und drittes Quartal jetzt nachfolgen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Auch bei der Integration der Beteiligung machen wir die erwarteten Fortschritte. Also ich denke, hier sind wir on track. Die zweite Akquisition ist die Cefetra, ein internationaler Getreidehändler in Rotterdam. Den haben wir auch seit dem 3. Januar jetzt in den Büchern konsolidiert. Ebenfalls ein erster Ergebnisbeitrag von um die 3 Millionen in einem geschäftstypisch eigentlich für dieses Unternehmen auch schwächeren Quartal. Auch hier alles im grünen Bereich. Bei der dritten Akquisition, da warten wir noch immer auf das Closing. Das heißt, diese dritte Akquisition, die Firma Bornhorst Getreidehandel in Norddeutschland, die wir mehrheitlich mit 60% dort übernommen haben. Dort warten wir noch auf das letztendliche Closing. Das heißt, hier wird der Ergebnisbeitrag erst ab dem zweiten Quartal in die BayWa-Bücher kommen. Sind noch weitere Übernahmen geplant, Herr Helber?
Wir haben ja ganz klar gesagt, dass das Jahr 2013 ein Jahr der Konsolidierung sein soll. Wir haben doch, wenn ich das mal ein bisschen salopp sagen darf, drei große Schlucke aus der Flasche genommen im letzten Jahr. Das muss jetzt integriert werden. Sie sehen auch an diesen Verzögerungen beim Closing der Firma Bornhorst, die wir eigentlich auch zum Ende des ersten Quartals schon konsolidieren wollten, dass das seine Zeit braucht. Hier steht das Jahr 2013 also in diesem Zeichen der Konsolidierung, also keine weiteren Akquisitionen im Moment. Andreas Helber, Finanzvorstand, der dabei war. Dankeschön für diese Einschätzung. Danke Ihnen.